Sonntag, verehrte Damen und Herren, der Preis von Saint-Maximin wird das sein. Erstes Rennen, ein Amateurfahrer und wir haben insgesamt 9 Pferde unter Order. Parade wird angeführt von der Startnummer 1 Jackie Greenwood und Laura Mühling. Dahinter bereits die 7 VIP-Diamant Emma Stolle, die 6 folgt Gunny Wedebel wie mit Heinz Bockhoff. Dann geht es weiter mit der 3 Happy New Day und Nico Böcker. Die 4 dahinter Ghost Rider MC mit Markus Marx. Die 8 King Itzada Thomas Maaßen. Nächste Teilnehmerin ist die Programmnummer 9 Amaxa mit Silvia Raspel. Zweite Stelle, innen bleibt Happy New Day dicht dabei. Vierter Platz sind Pyritalin Dynamite, außen Hellcat, auch Amaxa bemüht sich jetzt vom Ende des Geldes hier etwas um Positionsverbesserung. Dann sind es eineinhalb Längen bis zum Drittplatzierten, das ist Happy New Day. Rang 4 gehört an der Kette und für Ramon Brinkmann auf der Zielgeraden. Überlegene Führung hier. Dahinter King Itzada mit Italian Dynamite. Amaxa versucht das Ganze an der Außen noch einmal. Hellcat vorn, Italian Dynamite tut Amaxa außen, aber Hellcat sollte hier in Sicherheit sein. Ist nach wie vor überlegen voraus und wird das Rennen nicht mehr verlieren. Hellcat, Ramon Brinkmann gewinnt. Italian Dynamite auf den zweiten Platz. Dann Amaxa, dann King Itzada, dann Happy New Day, dann Jackie. Hellcats, erster Start hier in Gelsenkirchen für Hellcat mit Ramon Brinkmann. Trainer ist hier Rudolf Ringer aus den Niederlanden. Der Besitzer kommt aus den Niederlanden, heißt Jan Steens. Und auch der Züchter ist Paul van Klaveren, holländischer Nationalität. Ramon Brinkmann auch. Und die einzigen beiden Deutschen, die ich da sehe, in Wiener Zirkel, da sind Marco und Holger. Und die übernehmen jetzt auch das Siegertippel. Ja, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch, Ramon. Ich bin fast zu beruhigen, dass ich hier wieder das Schöpfer von mir Ich möchte jetzt gerne wieder los, er will im Stall, möchte unter die Dusche, muss er wieder sauber. Und Ramon Brinkmann.
bei Sieg und bei der Einlauf 259 Leute, der Sieger also die zwei Heldplatten, Ramon Brutmann, zweiter die 5 Italian Dynamite, die Frau Fuschreter und dritter die 9 Amaxa mit Silvia Raspe. Rang 4 gehört der 8 King Itzada und der 5-platzierte Liter, der auch gereicht, wenn die Überprüfung beendet ist. Siegzeit lautet ein 17-5 von Hellcat, der überlegen gewann mit 5 Längen. Die weiteren Abstände waren 3,5 Längen, 3,5 Längen und 1,5 Längen.